Freunde, heute spielen wir in Roblox das satisfyingste Spiel aller Zeiten. Schaut mal, wie cool das einfach ist. Wir können hier Sachen in den Schredder reinwerfen, in Roblox, und dann schauen wir uns mal an, wie die Sachen geschreddert werden. Hier vorne wird einfach ein Stein geschreddert. Und der Schredder hat es geschafft. Der Stein ist verschwunden. Warte mal, können wir da ganz viele Steine platzieren? Oh, es braucht immer 2 Sekunden und dann können wir einen neuen platzieren. Jetzt werden die zerschreddert, Leute. Wir können hier sogar am Schluss, Leute, in ein richtig krasses Auto reinpacken oder sowas. Und das schauen wir uns auch noch an. Aber erstmal packen wir hier den Stuhl rein. Mal schauen, was passieren wird mit dem Stuhl. Und, wow, der ist ja richtig groß. Und der ist aus Holz. Und der wird weggeschreddert. Uah, Leute, stellt euch vor, wir fallen da am Schluss rein. Da müssen wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir am Schluss nicht reinfallen. Oh ja. Okay, wir schnappen uns als nächstes so einen Stick und mal schauen, was mit dem passiert. Boah, der wird auch richtig schnell zerschreddert. Und wir müssen versuchen, mal den richtig schnell zu zerschreddern. Oder können wir den auch hier vorne platzieren? Warte mal. Jetzt nehmen wir ihn hier an der Ecke. Bam. Und, guck mal, jetzt wird der gar nicht zerschreddert, wenn wir ihn an der Ecke dort platzieren. Komm, wir tun den Kasten auch hier rein. Baum tun wir auch rein. Obst tun wir rein. Roblox, Bada, keine Ahnung, Bundy, irgendeine Katze tun wir da rein. Oh, es tut mir leid, Katze. Alter, was geht da ab? Yo! Ey, das ist so ein satisfying Sound. Wie viel haben wir da jetzt reingepackt? Der ist einfach komplett voll, der Schredder. Und zack, 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 zack. Und alles ist durchgeschreddert worden. Okay, Alter, habt ihr das gehört, wie Glas sich anhört, wenn wir es da reinpacken? Und boom. Wow, Alter. Wir können das sogar drehen? Hä, wie cool. Okay, lass es mal so drehen. Können wir es einfach durch die Mitte durchwerfen? Ha, wir haben es durch die Mitte durchgeworfen. Und es wurde gar nicht geschreddert. Habt ihr es gesehen? T zum Drehen. So, oh, wir können es auch so drehen. Und boom. Boah, das... Ey, das Glas wird halt direkt zerstört. Das, guck mal, das springt direkt auf. Das geht direkt kaputt, Leute. Wir können es da platzieren und bam. Seht ihr das? Okay, was haben wir hier vorne? Kreischen. Ey, ich hoffe, dass ich werde jetzt nicht meine Ohren verlieren. Ich hoffe, ich verliere hier jetzt nicht meine Ohren, Leute. Und... Was ist das für ein komisches Geräusch gewesen? Das war doch kein Kreischen. Junge, Junge, Junge. Okay, was haben wir hier? Schießpulver. Boah, okay, das explodiert einfach so. Bam. Und... Bam. Was haben wir hier? Wir haben hier Blue. Und Blue wird auch direkt zerstört. Abbildung. Lol. Wir haben irgendwelche Monster hier. Wie heißt das Monster nochmal? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich hab's vergessen. Wie heißt das Monster hier vorne? Boah, war das eklig, Leute. Das ist ein richtiges eklig. Eine Granate haben wir. Boah, eine Riesenexplosion. Lol. Und boom. Hier, was können wir noch? Was können wir noch gegen den Schredder spielen lassen? Suchen. Alter, auch irgend so ein Monster, Junge. Was geht hier ab? Wir machen es mit dem Kopf da rein. Bam. Ey, was war das für ein schreckliches Monster, Leute? Das hat ja irgendwelche Fliegen neben sich, oder? Oh, nee, es war ein Auge. Es war ein Auge. Ist das nicht dieses Doors-Monster? Boah, es ist ein komisches Geräusch. Und was haben wir hier? Oh, das ist eine Ziegelmauer. Was ist das denn für ein Geräusch? Robux haben wir auch hier vorne. Oh, und rein da. Was war das denn für ein Geräusch? Habt ihr das gehört? Warte mal, und? Robux. Leute, wir haben hier einen Menschen. Oder eher gesagt, einen Robux-Charakter. Was? Oh nein. Oh nein, wir haben einen Noob zerstört. Der arme Noob. Feuerwerksrakete auf den Noob. Boom. Warte mal, wir können einen Noob reinwerfen. Danach können wir nochmal Feuerwerksrakete draufpacken. Und es... Boah, wuhu. Hier haben wir eine Notiz. Keine Ahnung, was das... Minecraft-Vlog. Leute, wer von euch spielt alles Minecraft? Alle eine einzige Kommentare. Oder Hashtag Minecraft in die Kommentare. Lasst ein Like und ein Abo, wenn ihr schon mal Minecraft gespielt habt. Let's go. Ey, der Minecraft-Block ist ja richtig stark. Guck mal, der wird gar nicht zerschreddert. Der ist richtig stark. Das ist bisher das, was am längsten gebraucht hat, glaube ich sogar. Wo wir es in die Mitte geworfen haben. Wir haben hier so viele Sachen, Leute. Wir müssen alles ausprobieren. Wir haben Baldi. Bruh. Wir haben hier Freddy Fazbear. Und der wird hier... Alter, der wird hier einfach zerquetscht. Weil wir müssen mal so platzieren und da rein so... Alter. Habt ihr das gesehen, wie das aussah? Eine Leiter haben wir, wir haben Seife, wir haben Feuerzeug, boah, ein Riesenfeuerzeug und einen YouTube-Play-Button, Leute, alle abonnieren. Let's go, wir haben eine Bombe und die Bombe auch da rein. Hör die Bombe explodiert gleich und boom, habt ihr es gesehen? Die Bombe hat alles zerstört und wir haben Gummibälle. Hey, die sind ja richtig cool, guck mal, die hüpfen so rum. Let's go, wir haben ein schwarzes, Loch? Das schwarze Loch hat einfach alles aufgesaugt, habt ihr es gesehen, Leute? Und jetzt haben wir ein Auto. Das wollte ich schon die ganze Zeit mal. Okay, wir tun da jetzt mal Auto reinwerfen. Und mal schauen, was passiert. Und boom. Boah. Denkt ihr, wir haben auch einen Lamborghini? Ey, jetzt kommen die krassen Sachen. Jetzt kommen die krassen Sachen, Leute. Ein dickes Auto. Und wir haben Skibidi hier. Boom. Skibidi, Leute. Skibidi Toilet. Alter, was geht da ab, Junge? Was geht bei dem Auto ab, Junge? Huggy Wuggy. Einfach Huggy Wuggy. Hier haben wir Fricklets. Ey, wir haben so komische Sachen hier. Gas,
Leute, ich kann mich da selbst reinwerfen. Okay, das machen wir ganz am Schluss. Jetzt machen wir erstmal hier vorne weiter. Das machen wir ganz am Schluss. Wir werfen ganz am Schluss mich selber da rein. Mal schauen, was dann passieren wird. Ob ich dann sterben werde, Leute, in Roblox. Oder ob ich dann keine YouTube-Videos mehr für euch machen kann. Das kann halt wirklich sein, ne? Oh, was haben wir hier? Glühbirne. Jo, wir müssen richtig lange warten, bis wir das alles hier reinmachen können. 100 Sekunden, was? Ey, was soll das sein? Was soll das heißen, Leute? Was für 100 Sekunden warten? Ich habe keinen Bock, so lange zu warten. Hey, euer Ernst? 1000 Sekunden. Wie lange muss man hier warten für das, was ganz am unten ist? Stuhl. Ey, wir sind wieder ganz am Anfang. Junge, warum muss ich so lange warten, Leute? Was geht denn jetzt ab? Ich habe doch gar nichts getan. Was soll das? Ich glaube, wir haben jetzt alles reingeworfen. Außer das, was wir noch nicht reinwerfen können. Aber Leute, wir können uns hier vorne Bikini-Bottom-Sachen kaufen. Bevor wir uns jetzt selber reinwerfen, lass uns mal hier vorne Bikini-Bottom-Sachen kaufen. 50 Robux. Okay, wir kaufen uns das, Leute. Was wird jetzt passieren? Ich habe Bikini-Bottom gekauft. Wir haben SpongeBob und wir können den jetzt reinwerfen. Ey, es tut mir leid, ich muss dich reinwerfen. Und bam! Hab ich es gehört, wie hat es sich nicht angehört? Warte mal. Und ah! Und wir haben Patrick hier vorne auch. No! Man hört einfach Patricks Stimme. Ja, wir Mr. Krabs. Money. Er sagt einfach Geld, Leute. Guck mal, was passiert da mit Mr. Krabs? Junge, guck mal, die Skibby the Toilet-Dings da. Kameramann bleibt halt einfach stecken. Und Mr. Krabs bleibt auch stecken. Die überleben es einfach. Die haben reingehackt, Leute. Wir haben Gary. Miau. Habt ihr es gehört? Gary hat einfach Miau gemacht wie eine Katze. Und? Miau. Wir haben Larry die Schnecke. Oh nein, das ist der Ernstfeind von Gary. Und was haben wir hier? Plankton. Plankton ist direkt zerschmampft worden, Leute. Bam, Junge. Leute, alle Hashtag SpongeBob in die Kommentare, falls ihr schon mal SpongeBob geschaut habt. Und da ist Karen, die Frau von Plankton. Das ist einfach ein Computer. Und das ist einfach, der wird einfach komplett zerstört. SpongeBob-Pop-Seil. Das ist ein SpongeBob-Eis. Und wir haben Krabbenburger. Boah, die will ich schon immer mal probieren, Leute. Habt ihr schon mal Krabbenburger gegessen? Krabbenburger. Boah, ist schon cool, Leute. Was haben wir hier? Grinder Control. Okay, ich kaufe das mal, Leute. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Und, mal schauen. Wir können jetzt beschleunigen. Wow. Komm, wir beschleunigen das mal richtig schnell. Umgekehrte Richtung. Wir können in die andere Richtung machen. Und jetzt haben wir das Gebiet da weg. Lol. Ey, das ist cool. Warte mal. Lass uns mal nochmal hier Mr. Krabs reinwerfen. Und es geht jetzt in die andere Richtung. Guck mal, was passiert da? Was passiert da, Leute? Was passiert denn? Die stecken fest. Oh nein. Die stecken da eiskalt fest. Ja, lass mal schauen, ob wir jetzt hier unsere anderen Sachen reinwerfen können. Und lass uns den goldenen YouTube-Play-Button reinwerfen. Und let's go. Aber jetzt ist es soweit. Wir warten mal, bevor wir jetzt irgendwas weitermachen, okay? So, zack, wir umgekehrte Richtung wieder. Junge, Mr. Krabs steckt dort einfach mit seinem dicken Po drin fest, Alter. Was geht da ab? Junge, Mr. Krabs, raus da. Mr. Krabs. Mr. Krabs, Junge. Mr. Krabs steckt komplett fest. Okay, komm. Wir machen die schnellste Geschwindigkeit an. Und jetzt werden wir uns dort selber reinschmeißen, Leute. Freunde, lasst alle nochmal ein Like da und ein Abo. Wir werden uns jetzt selber reinschmeißen. Und mal schauen, was passieren wird. Und... Oh, Chris, tut mir leid. Ja, ich bin einfach durchgerollt. Das war auf jeden Fall sehr, sehr spannend, Leute. Nein, ich steck da fest. Und... Junge, das war eklig, Leute. Oh, Mann. Okay, Freunde, ich würde sagen, lasst ein Like da und ein Abo. Wir haben uns jetzt selber in den Schredder geworfen. Wir werden hier vorne noch Patrick reinwerfen. Und ja, Leute, falls ihr wollt, dass ich noch mehr Sachen hier kaufe und hier reinwerfe, lasst ein Like da, aktiviert die Glocke und drückt hier vorne schnell auf die nächste Folge, weil es keine weiteren Folgen mehr verpassen wird. Das war echt ein lustiges Video und sehr einfaches. Das war mein schnellstes Video aller Zeiten. Ich habe einfach nur Sachen dort reingeworfen. Haut rein, Freunde. Ciao, ciao. Drückt hier vorne schnell auf die nächste Folge. Let's go!